Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von War Thunder und dieses Mal geht es um ein weiteres Flugzeug und zwar geht es dieses Mal um die Machi MC-202 Folgore. Ja, ich kann zwar Spanisch, aber kein Italienisch, dementsprechend hoffe ich, dass ich die Flugzeugfirma richtig ausgesprochen habe. Dementsprechend fangen wir auch direkt mit dem historischen Teil an und zwar die MC-200. War sozusagen das Vorgängermodell von dieser Maschine, nur die war aufgrund des Sternmotors nicht mehr zeitgemäß und dementsprechend wurden dann Zellen umkonstruiert, um dann den Daimler-Benz-Motor 601 aufnehmen zu können. Und dadurch entstand sozusagen die MC-202 Folgore, was im Endeffekt Donnerschlag bedeutet, die dann mit einem 12-Zylinder-Triebwerk nun 595 km pro Stunde erreichen und auf 11.000 Meter Höhe steigen konnte. Durch Engpässe bei der Motorenlieferung mussten dann zuerst alte Modelle wieder weiterhin produziert werden, doch ab 1940 fand Italien dann in puncto Jagdflugzeugfertigung wieder Anschluss an den Rest von Europa und man hielt es aber trotzdem nicht für nötig, die Bewaffnung zu verändern und hielt zuerst in den ersten, ich sag mal, Revisionen und Fertigungsprozessen an der Bewaffnung der Vorgänger fest und somit hatte die Folgore die geringste Feuerkraft aller Jäger in Europa. Was man dann auch leider im Spiel merkt. Ja, aber da kommen wir gleich zu. Aber trotzdem bewährte sie sich dann im Luftkampf über Afrika und dem Mittelmeer. Und die Folgore diente dann auch als Grundlage für die weiterentwickelte Version, die Machi MC-205 Veltro, was Jagd- oder Windhund heißt. Die ist aber noch nicht im Spiel drin. Insgesamt fertigte man 1150 Maschinen. Sie besaß eine Dauerleistung von 880 PS, eine Flügelspannweite von 10,58 Meter und ab der Serie 6, das ist die, die wir im Endeffekt im Spiel haben, besaß sie zwei 7,7 mm und zwei 12,7 mm Gewehre. So, die erste Version hatte nämlich nur die 12,7 mm MGs, das habe ich noch vergessen zu sagen. Schauen wir uns die Maschine mal im Game an und schauen wir erstmal auf den Tree. Wie gesagt, das ist eine italienische Maschine und die ist hier bei den Deutschen zu finden. Und dieser linke Tree, den habt ihr ja auch schon in der Deutschvorstellung oder in der Vorstellung der deutschen Nation kennengelernt. Der ist im Endeffekt komplett italienisch. Und alle ab hier, beziehungsweise hier vorne, das ist die Vorgängermaschine. Die hat eben nur diese 12,7 mm Geschütze. Die hier ebenfalls noch und das hier ist dann die 202 Folgore. Ich werde vielleicht dazu, zu der hier noch ein eigenes Video machen, obwohl ihr gleich im, ich sag mal, im Video zu den Kämpfen alle drei Maschinen sehen werdet, die hier zu sehen sind, da die sich halt schon sehr, sehr ähnlich sind, nur halt von der Geschwindigkeit ein bisschen variieren und so weiter, aber, da ich auch die Maschinen nicht so toll finde, werde ich euch gleich in dem Kampfvideo oder in den Dogfights dann alle drei Maschinen präsentieren. Aber bei Zeiten werde ich dann vielleicht nochmal ein eigenes Video zu der Vorgängerversion der MC-202 machen. Ja. Wie gesagt, bei den Deutschen zu finden, Tier 4 Maschine bzw. Rang 4 Maschine. Ich muss ein bisschen von den Tiers wegkommen, weil das stimmt ja so nicht hier in War Thunder. Und sie fliegt 600 km pro Stunde, Maximalgeschwindigkeit. Historisch waren es 595. Wie ich vorhin erwähnt, auf einer Höhe von 6.000 Metern und sie kann eine Maximalhöhe von 11.500 Metern erreichen, hat eine Turning Time von 21,4 Sekunden und braucht 368 Meter zum Abheben. Wie schon erwähnt, die Maschine kommt mit 7,7 mm MGs und 12,7 mm MGs, weil sie eben schon die aus der sechsten Serie ist oder aus der Serie 6 ist. Und haben wir auch Glück, sodass sie nicht nur mit den 12,7 ankommt, weil das tut der Maschine sehr, sehr gut. Viel zu verändern gibt es nicht, es ist ein reiner Jäger, also dementsprechend könnt ihr keine Bomben anflanschen oder irgendwie was ähnliches mit der Maschine machen. Ich kann auch gerne nochmal kurz die anderen beiden, die Vorgängerversionen zeigen. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal die hier, die kommt wie gesagt nur mit den 12,7 mm Geschützen, ist langsamer, kann nicht so hoch steigen, ist dafür in der Turning Time etwas schneller. Und hebt auch schneller ab, aber an der kann auch nichts verändert werden, beziehungsweise an die kann auch keine Bombe oder Raketen oder sowas angeflanscht werden. So sieht die Maschine aus. Relativ schickes Tarnmuster oder relativ schicke Bemalung, sage ich jetzt einfach mal. Da sieht man es auch nochmal schön. Machi. Ich kann es sogar ein bisschen näher zeigen, aber wahrscheinlich eher nicht.
Da. So, da könnt ihr es sehen. 202. Ja. Und wie gesagt, viel zu erzählen gibt es zu der Maschine nicht. Ich habe euch jetzt kurz die Werte gezeigt, habe euch kurz ein wenig was über die Geschichte gelehrt. Und wir sehen uns jetzt gleich in der Dogfight Action wieder. Also bis dann. Und da sind wir auch schon mitten im Kampf. Da wünscht uns sogar ein Teammitglied Glück. Dieses Mal ist das Video nicht ganz so lang. Ich werde euch nur einmal Gameplay-Material zeigen, weil das auch reicht, um die Maschine so ein bisschen zeigen zu können. Und ich kann euch im Vorfeld sagen, die Maschine finde ich okay und die fliege ich auch, ich will nicht sagen gern, aber damit kann ich leben, die Maschine zu fliegen. Aber die Vorgängervarianten haben, das hat die Maschine auch, aber hier fällt es nicht so auf, die haben ein sehr, sehr markantes Maschinengewehr, dieses 12,7er, ich glaube es heißt SAFAT, SAFAT oder so, sowas in der Art, hat zwischen den Schüssen eine relativ große, ich sag mal, Dauer. Das heißt zum Beispiel, sagen wir, ihr macht einen Schuss und bis der zweite Schuss kommt, dauert es von mir aus eine Sekunde. Das ist jetzt total übertrieben. Aber das Maschinengewehr verhält sich wie eine Kanone, obwohl es nicht so viel Schaden macht wie eine Kanone. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, mit den Vorgängern, diesen MC-200ern, richtig zu treffen. Dadurch, dass die Maschine hier aber noch 7,7er an Bord hat und die 12,7er, fällt es nicht so auf und dementsprechend lässt sich die hier deutlich besser spielen als die Vorgänger. Zu den Vorgängern kommt dann bei Zeiten wahrscheinlich nochmal ein eigenes Video. Wird man dann sehen. Aber ich habe ja noch genug andere Maschinen vorzustellen. Aber der Sound der Maschinengewehre ist ziemlich cool. Treffen wir ihn, schauen wir mal, beziehungsweise kriegen wir ihn abgeschossen. Ich treffe und da geht er down, ja. Und von der Manövrierbarkeit her ist die Maschine wirklich fantastisch im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Maschinen. Also die steuert sich im, also das ist so eine Art, ich sag mal, guter Dogfighter. Die anderen sind ja, die BF-109er und so weiter, sind ja auch gute Maschinen, aber die sind halt eher so, ja, Zoom-and-Boom-Maschinen, reindiven, rausdiven und wieder zurück und so weiter. Aber die Maschine kann man auch relativ gut im Dogfight spielen. Und hier eine kleine Empfehlung zur Catalina. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Video erwähnt habe. Wenn ihr eine Catalina angreifen wollt, jetzt egal ob mit Maschinengewehren oder Kanonen, Kanonen sind besser geeignet, dann schießt bei Bombern im Allgemeinen immer auf die Tragflächen, weil die relativ schnell brechen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, was noch viel besser ist, auf die Propeller bzw. die Motoren. Weil die sind sehr, sehr anfällig und die nehmen die Maschine sehr, sehr schnell auseinander. Wenn ihr nur auf den Rumpf bzw. das Heck schießt, da hält die Maschine extrem viel aus. Da sind keine wichtigen Instrumente und so weiter. Und deswegen geht die Maschine nicht so schnell down bzw. wird nicht so schnell abgeschossen. Das ist mal eine ganz kleine Empfehlung von mir. Aber da hat sie schon jemand anders auseinandergenommen. Und ein ganz großer Tipp. Seid bloß niemals hinter den Bombern am Werk, sondern kommt immer entweder schräg, seitwärts, wie auch immer. Aber fliegt nicht direkt hinter den Bombern, außer ihr habt Raketen oder so. Weil ihr werdet von den meisten, zu 90% haben die Bomber hinten drin einen Gunner und der nimmt euch auseinander. Was ich hier gleich auch hervorragend demonstrieren werde. Dementsprechend verabschiede ich mich schon jetzt von euch, weil wie ihr seht, mein Propeller ist kaputt. Ich hoffe, dass diesmal auch etwas kürzere Video hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in einem meiner anderen Videos natürlich wieder. Also bis dann.